Willkommen zurück, liebe Mitreisende, liebe Dungeon-Gänger bei Darkest Dungeon. Wir befinden uns, wie gesagt, immer noch beim Training. Letzte Folge, was ist passiert? Wir haben einen Dungeon erledigt. Und, große Überraschung, wir machen jetzt schon wieder einen Dungeon. Ja, hört sich vielleicht gerade etwas langweilig an. Eigentlich ist es ja nicht langweilig, aber momentan ist halt ein bisschen, ich sag mal, der Wind raus, weil wir befinden uns halt wirklich eigentlich gerade nur auf der Training-Farm-Session irgendwie. Und unsere Helden sind eigentlich mittlerweile schon so stark, dass diese ganzen Veteranen-Dungeon wirklich uns nicht mehr wirklich beanspruchen. Also wir flügen hier dahin durch ohne große Probleme. Also selbst unsere ganzen Heiler hauen mit drauf, weil so gut wie nichts geheilt werden muss. Ja, deswegen ist momentan eigentlich niemand wirklich irgendwie auch nur ansatzweise in Gefahr zu sterben. Wir sind mittlerweile so gut ausgerüstet und geskillt trainiert, wie es überhaupt nur geht. Einziges Ding ist, wir müssen halt alle auf irgendwie auf Champion, also auf Level 5 kommen. Und ja, dann können wir halt erst die Champion-Dungeons bestreiten und dann mal gucken, wie es da so aussieht. Und vor allem halt diese Champion-Bosse platt machen, bevor dann das neue Projekt startet. Und deswegen würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer kleinen Training-Sessions. Letztes Mal war ja der Potato Club dabei, also Snorri, Mephista und Hidelia zusammen mit der Nashandra. Die erholen sich gerade alle ein bisschen. Badora und Graumen sind gerade wieder im Sanitarium, um sich ein bisschen zu erholen und ihre bösen, schlimmen Eigenschaften loszuwerden. Vor allem Badora, die hat so schlimme Eigenschaften, das glaubt ihr nicht. Das ist, oh Gott. Oh, nee, da reden wir. Nee. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Sag ich euch. Egal, deswegen habe ich gesagt, komm, wir nehmen jetzt mal den Macro mit. Den Snorri wieder. Weil der muss noch um einiges mehr trainieren, der arme Kopfgeldjäger. Mich und den Konoi. Denn wir alle brauchen noch 8 Erfahrungspunkte mindestens, damit wir denn mit einem nächsten Dungeon entweder in Nähe kommen von Champion oder aber Champion werden. Also ein Macrom braucht er noch einiges mehr. Snorri genauso. Ich bin dann kurz davor und Konoi braucht halt auch noch ganz schön viel. Der Konoi braucht sogar theoretisch noch 2 weitere Dungeons danach. Genau wie der Macrone. Ja, das Macrone braucht dann auch mindestens 2 weitere Dungeons danach. Snorri und ich brauchen danach nur noch einen. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist es so bei allen anderen auch so. Hidelia braucht nur noch einen. Grautmin braucht einen langen Dungeon, also einen, der 8 Erfahrungspunkte bringt. Oder kleinere. Mephista braucht auch noch 2 Dungeons. Badora braucht nur noch einen. Konoi braucht nach dem hier noch 2. Nashandra braucht noch einen, also einen langen, und ja, und Sugi braucht noch einen. Also jeder braucht noch so nach diesen jetzt hier 1 bis 2 Dungeons, um auf Champion zu kommen. Das heißt also, wir sind nicht mehr weit entfernt. Die Trainingssession ist, naja, ich würde jetzt sagen noch 2 Folgen, 3 Folgen und dann haben wir's. Dann sind endlich alle Champion, beziehungsweise wir haben unser erstes Champion-Team dann auch. Und ja, deswegen gehen wir mal trainieren. Diesmal gehen wir mal in die Ruinen. Das Problem bei den Ruinen ist immer, wir finden einfach extrem viel Loot. So, wir müssen wieder viele Raumkämpfe bestreiten. Ich nehme, glaube ich, diesmal einfach noch, na, obwohl, nee, lieber auf Nummer sicher gehen. Ach, Weihwasser, komm, wir nehmen einmal mit, aber ich glaube, wir werden es eh nicht benötigen. So, dann brechen wir auf. Also, Problem bei Ruinen ist halt, wir kriegen immer viel zu viel Loot. Und am Ende schmeiße ich eh alles raus, weil ich halt alles mitnehmen will. Das Ding ist, wir brauchen eigentlich jetzt. And what better place to begin than the seat of our noble line. Bla 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 bla. Das Ding ist einfach mal, wir brauchen theoretisch einfach überhaupt nichts mehr wirklich. Also, wir haben die Gilde komplett upgraded, also alle Skills sind komplett upgraded. Wir haben unsere Heldentruppe, wir brauchen also auch die Kutsche nicht mehr unbedingt. Also, wir brauchen die Kutsche später, denn wenn wir wieder zurück nach Darkest Dungeon gehen. Wir haben die Schmiede komplett upgraded, also wir können Waffen und Rüstungen auf Maximum bringen. Wir haben Kirche und Taverne ziemlich weit upgraded bereits und können sowohl in der Kirche als auch in der Taverne mit jeweils einer Sache sofort unsere Helden komplett gesund pflegen. Ups, ja, mich soll ich vielleicht nicht auswählen. Sanitarium haben wir auch bereits, sehr
weit gemacht. Wir haben es bereits so weit gemacht, dass halt die Kosten für die Behandlung extrem günstig sind. Wir können bereits zwei Leute gleichzeitig immer nehmen. Ja. Und wir haben auch den Händler haben wir mittlerweile schon so weit, dass die Kosten für die Trinkets extrem niedrig sind. Und wir kriegen halt jede Runde, können wir auch so einer mittlerweile schon doch recht großen Anzahl an Trinkets uns aussuchen, ob da irgendwas Nettes dabei ist. Zum Beispiel euch dieses Mal einmal so ein. Au, hat er mich gerade mit Schädel geworfen, der Arsch? Mann. Dieses Mal war zum Beispiel etwas Nettes, zwei nette Sachen dabei. Einmal war ein Blutedelstein dabei, der von jemandem die HP um 20% erhöht hat, und zwar von Snorri hier, der lebt jetzt halt so. Autsch. Dann hat er 20% mehr Leben bekommen. Und ich habe vergessen, wem ich das andere Ding gegeben habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, nee, Mephisto hat das bereits gehabt. Wer hat denn es bekommen? Ich glaube, Graumen. Genau, ich glaube, Graumen hat es bekommen. Und zwar ein Gegenstand, den hat Mephisto bereits. Der ist ziemlich cool, der erhöht nämlich den Schaden um 15%, erhöht den Geschwindigkeit um 3 und irgendwie nur, es waren relativ geringe Sachen, werden irgendwie gesenkt. Ich glaube, es war irgendwie Stun Resist ist leicht gesenkt um 10% und Debuff Resist ist, glaube ich, auch irgendwie um 10% oder sowas gesenkt. Also, ich sag mal so, nicht der Rede wert unbedingt. Jetzt wird ja ein Schädel schon wieder. Also haben wir schon nette Sachen bekommen. Ja, und deswegen, wir haben also Sanitarium. Gut, da können wir halt noch schön upgraden, sodass wir drei Leute gleichzeitig immer reinbekommen. Zack. Wenn wir nämlich, was die Kosten angeht, haben wir es eigentlich schon. Ich glaube, wir haben es schon auf Maximum gesenkt, oder? Ich bin nicht sicher. Oder fast auf Maximum. Ich glaube, noch eine Sache fehlt. Und. Ja, wie gesagt, Kutsche brauchen wir auch nicht mehr unbedingt. Wir haben da immer schon jede Runde ziemlich gute Auswahl aus allen möglichen Helden. Also. Das Dorf ist so eigentlich schon wieder komplett aufgebaut. Und da ist wirklich so das Ding, ja, was brauchen wir jetzt eigentlich noch die ganzen Sachen, die wir jetzt hier sammeln? Gute Frage. Einfach nur wahrscheinlich der Vollständigkeit halber, dass wir irgendwann alles auf 100% upgraded haben. Denn auf 100% ist ja momentan nur die Gilde. Alles andere ist ja noch bei 60 oder 70% oder 80%. Da sie die Verwandlung überhaupt nicht upgraded haben, ist halt, Survival ist Camp, genau, das Camp haben wir noch gar nicht upgraded. Aber das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt nötig. Oh, was haben wir hier? Auf Depart. Brauche ich dafür das heilige Wasser? Nö, brauchen wir gar nicht. Yay! Ja, da ist. Sag ich, klinge viel zu viel Loot. Now it must be carried home. Zu viel Essen vor allem? Hm, naja. Und eine Schatzkammer. Hallo. Ui, wer bist du denn? Bone Commander? Hatten wir dich schon? Nee, wir hatten dich noch nicht, oder? Hä, du bist neu. Cool. Na, wie geht's? Was kannst du denn so? Dodge 10, Stun Resist 60, Blight Resist 45. Okay, interessant. Den hatten wir noch nicht. Zumindest kommt er mir nicht bekannt vor. Hallo, Dicky. Wie kannst du eigentlich so fett sein? Ich meine, du bist doch nur ein Knochengerüst. Wahrscheinlich hält seine Knochen gerade so um diese fette Plattenrüstung aus. Ring! Jawohl, Debuff. Crushing Blow. Au. Gut, dass ich deinen Schaden gerade reduziert habe. So, du wirst gleich mal markiert. Mit einem Kritiken. Du wirst kritisch markiert. Und ich werde kritisch getroffen. Au. Ey, jetzt hör mal auf, um mich zu schießen. Hier, ich schieße zurück. Peng! Oh, der ist schon wieder dran. Jetzt hör auf, mich zu schießen. Hilfe! So viele Armbrustpolzen, was soll das? Aus dem Weg, du Fettsack. So, das war der erste heftige Schlag. Au! So, und der zweite heftige Schlag folgt zugleich. Tja, da ist euer Commander da. Halt mal bitte schnell. Danke. So, und jetzt hier. Peng! Ich kann auch zurückschießen. Och ja, geht rüber auf den Macaron. Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Quatsch! Och, wieder mit einem. Deine Arsch. Drei. Naja, um 9 Punkte haben wir schon wieder insgesamt geheilt. So. Singular Strike. Singular Strike. Gar nicht übertrieben oder so. Das kann weg. Das nehmen wir gerne mit und
Tschüss. Und was haben wir hier Schönes? Stats hier, Batschan. Blood Resist, Bleed Resist, Disease Resist. Was machen dafür weg? Das heilige Wasser kann weg. Tschüssi. Scouting. Klack, 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 klack. Bestimmt ist im letzten Raum noch was, oder? Oh ja, esst ruhig. Wir haben genug Essen dabei. So. Even the cold stone seems oh, soll ich vielleicht mal eine Fackel machen? Ha, auf einmal so hell. Ey! Was kriegt denn der Snorri jetzt dazu? Stute. In Camp plus 15% hier received. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist gut. So, nächster Raum. Gehen wir nach oben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz oben im Raum rechts da bestimmt irgendwas ist. Ein Raumkampf, wir müssen dann wieder alle Raumkämpfe bestreiten. So, ich überlege gerade, was ich jetzt reden soll. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt so Training-Session, damit wir dann die Champion-Bosse platt machen können und Scouting und wir... Kein Raumkampf. Oh, ich habe mich geirrt. Okay, dann können wir wieder zurückgehen. Ja, letzte Folge habe ich ein bisschen über Witcher geredet. Ich bin ja... Also, wenn diese Folge rauskommt, ist ja der Donnerstag nach Witcher-Release. Also sprich nach Tag X. Tag X symbolisiert den Tag, an dem das Real Life von vielen, vielen Menschen flöten gegangen ist. Das ist Tag X. Au. Ich sollte es nicht mal selber probieren. Ich bin ein furchtbarer Feinentschärfer. Egal. So. Sämtliche Leute haben jetzt Let's Plays gestartet. Alle möglichen Meinungen werden sich bestimmt darüber überhäufen. Einerseits, ich glaube, dass mit diesem Grafik-Downgrade wird mittlerweile, glaube ich, überhaupt keinen mehr stören, sondern alle werden sich nur darüber aufregen, oh, wie geil dieses Game ist. Autsch. Das tat weh. Alle werden sich darüber aufregen, wie toll dieses Game ist. Einerseits, wahrscheinlich, bestimmt wird es auch ein, zwei geben, die sagen, das ist aber doch gar nicht so toll oder die haben irgendwas gemacht, was uns nicht gefällt. Bestimmt wird es auch solche Meinungen geben. Oder irgendwelche Skandale kommen oder wer weiß, wenn dann die ganzen Spiele rauskommen, ist auf einmal stellt sich heraus, dass alles wirklich total verbuggt ist. Ich schätze mal, dass eine Mischung aus all diesen Beiträgen es irgendwie sein wird. Ist ja nur die Frage, was dann am Ende überwiegt. Aber ich denke schon, wie gesagt, nachdem ja auch Gaut und ich das gestartet haben, dieses Projekt und gespielt haben, und wir bereits unsere eigene Meinung bilden konnten, zumindest über den Anfang. Wow, was ist das denn? Au! Ey! Ey! Du bist selber der Heiler! Sei doch mal dran. Autsch! Der macht ja böse Schaden. Ach, kommt schon! Jetzt wird ein Lebenspunkt oder was? Meine Fresse. So, jetzt. Pang! Geht doch. Dachte schon, der kann echt nochmal jetzt Schaden machen. So. Ground Pound. Alle ausgewichen. Obwohl das von Macro niemals wie ausweichen aussieht, aber egal. So. Aufgeschlitzt deine Rüstung. Damn, I missed your eyes. So, was machen wir jetzt weg? Machen wir mal hier an. Machen wir die weg. So. Schön. The path is clear. We require only the strength to follow it. Scouting. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wisst ihr was? Wir machen einfach mal hier. So, fresst euch voll. The battle may yet be won. So, mach du das mal hier. Ich mach das hier. Du machst. Auf mich mal das bitte. Du kannst. Oh ja, mach das mal. Ganz schön dunkel geworden. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Was machen wir noch? Oh, reduzieren wir meinen Stress mal bitte noch. State of Mind. Und dann ruhen wir uns aus. Plenty of blood left to shed this day. I'm coping well, despite the madness all around. Whoever packed all this food, I could kiss you. Wake up! They are on us! Ach, das war ja klar. Careful now. Ihhh, Maden! Und alle Surprise, außer also der Macaron. Peng. Verschwind mal gleich. Kleinen Mahn erstmal gleich wegmachen. Ich führe das Ding ab.
Schaden resistet. Der heult uns voll. So, und dann machst du bitte mal das hier. Dann ist auf die Mahn schon mal down. Markierst du ihn mal. Hang! Naja, also ich denke mal, so ein großes Kanon wird erschallen, was Witcher 3 angeht. Aber ich hoffe einmal, dass viele und auch wir selber immer noch davon überzeugt sein werden, dass das Spiel höchstwahrscheinlich das eines der besten Spiele des Jahres sein wird. Vielleicht sogar das beste Spiel. Und ja. Mehr kann man eigentlich so Witcher jetzt nicht sagen. Ich habe schon letzte Folge so viel drüber geredet. Meine Güte. Aber das Problem ist halt immer, ich will immer dann über irgendwas reden, aber dann konzentriere ich mich doch ab und zu auf das Spiel, weil ich will auch keine Mega-Fehler machen und will auch mal wieder, eigentlich, wir spielen eigentlich dieses Spiel, es geht ja nicht um irgendwelche anderen Sachen. Aber ja, dadurch komme ich immer so ins Stocken und dann verliere ich manchmal den roten Faden und erzähle irgendwas wahrscheinlich drei- und fünffach. Aber naja, so ist das nun mal. Ich übe ja auch noch Moderator sein, meine Güte. Ich hasse das mit diesem Blut. So. Ja, wie findest du das, hä? Blut spritzt und Peitschen von oben. Tentakel von oben. Das könnte ein schlechter Porno sein. Blut und Tentakelpeitschen. Ja. Ich wette, das ist in irgendeinem Hentai. Bestimmt. So. Tentakelpeitschen und Blut. Naja, mal gucken. Was haben wir hier? Hallo. Oh, da seid ihr überrascht. Na dann. Piu-piu-piu. Lega, was kann man noch reden? Was ist denn noch gerade so in der Welt los? Abgesehen von Witcher 3. I've come to collect. Zack. Rips. Und zack. Debuff. Und erledigt. Oh, noch nicht ganz. Oh, cool. Blutungsschaden. Blutungsschaden bei Skeletten? Das geht? Das soll unmöglich sein. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. So. Slightly ajar. Hidden treasures! Woo! Verdammt! In Radiance may we find victory. Ha. Ja, das ist das Einzige, was wir wirklich nur brauchen, um ein paar Sachen noch irgendwie zu verbessern. Ha, ach komm, was soll's. So, Scouting, müssen wir nach rechts? Nö, wir können gleich nach links, okay. Snorri, mach du das bitte mal. Ja, danke Snorri, du bist der bessere Fallenschärfer von uns. So, ich muss sagen, obwohl es jetzt halt alles so... Oh, Deeds. Brauchen wir noch Deeds? Wir brauchen noch Deeds. Na egal, wir nehmen Deeds mit. Komm, wir brauchen nicht so viel... brauchen nicht so viel Geld. Wir brauchen höchstens noch ein paar Sachen. Ich glaube, allein durch die Aufträge verdienen wir schon genug Geld, um unsere Leute immer wieder in Bordells und Selbstgeißelungssachen reinzuschicken. Den da. Jawoll. Und da ist der Akolyt ganz alleine. Tut einem fast ja schon leid. Ah ja, trotzdem mal selber. Sag mir nicht, der pusht wirklich nochmal. Sehr gut, McRone. So, weg mit dir. Ernsthaft? Ach, wir haben schon mal 4 Emeralds. Ja, aber wenn wir denn doch Skeleton Key noch brauchen, die kommen ja doch öfters hier. Extra Jade weggeschmissen, weil ich dachte, wir kriegen ja eh mal Zitrin. Und so ein Dreck. Ach, ganz ehrlich, komm. Ach, Quatsch, so. Achso. Spirits are lifted. Sensorine. Purpose is made clear. Oh, nett. Das braucht der Macron auch. Noch mehr Schutz. Ja, ja. Let me investigate. I sense the work of spirits. Ui. Smelling air. Better than a trap. Ja, warum machst du das denn auch auf? Gifts hidden inside. Jetzt kriegen wir das Zitrin. Und Onyx. Ach, nee.
Komm, was soll's, nehmen wir die Schaufel, lassen wir die hier. Mach nochmal eine Fackel an. The match is struck. So. A blazing star is born. Surprised. Babatsch. Zack. Bei mich nochmal. Warum 7 Punkte? Erledigt. Obliterated. Einer kann man angreifen. Oder auch nicht. Sehr schön. Ja, wie ihr seht, also wir gehen hier. So. Paid for in blood. Wie ihr seht, wir gehen ja hier wirklich durch wie durch Buddha. Das ist ja überhaupt kein Problem für uns. Für gerade echt kein anderes Thema. Och, doch noch eine blöde Mauer. Na, was soll's. Wahrscheinlich, dass der letzte Raum kommt, denn eh, also was. Was soll's, das ist denn auch egal. So. Peng! Dann machst du mal hier sowas. Müssen uns hier nicht verbuffen, das geht auch so ganz gut. Quatsch. Ach, wir haben mit 2 Lebenspunkten überlebt. Zack. Noch 30 hat der Ghoul. Ach, Mano. Sehr gut, daneben. Und tschüss. Nervt die schon mal nicht mehr. Und jetzt nur noch den Ghoul reinkloppen. Ghoul reinkloppen. Komm, schon wieder zu Witcher. Ja. Skaltos. Au, beschmeiß mich doch nicht mit Schädeln. Was soll denn das? I just can't. Ganz ruhig. Ramen hier. Wieder hochgeheilt. Gar kein Problem. Zack. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. So. Nein, jetzt kommt da nochmal so ein Ding. Ach, leck mich doch. Without tools of iron, you must rely on flesh. Nein, mach's. An indefatigable purpose. Ach, Kunde, egal. So. Mit ein bisschen wenig Licht gehen wir in den letzten Kampf. Nach einem Bone Commander. Was willst du da eigentlich? So, guck mal. Einer da mit einer Armbrustschützen ist schon tot. Guck mal, wir machen extra mal hier Revenge. Um noch mehr extra Schaden rauszuholen. Au. Das tut weh. So, da ist er tot. Und jetzt bist du ganz alleine, du Commander, und kannst niemanden mehr rumkommandieren. Tja. Sehr schön, Kunoi. Crushing Blow. Au. Er macht ja Schaden. Muss man ihn ja lassen. Quatsch, aber wir machen genauso viel Schaden. So, jetzt hier. Bam, bam. Peng. Und hi. Wing. Das bringt nichts, denn du bist tot. So ist schön. Bin ich mal gespannt, wenn wir auf Champion dann sind. Laden with loot are often low on supplies. Sehr schön geschafft. Na, ist im letzten Raum noch irgendwas Schönes? Ach komm, wir gehen zurück. Was soll's? Jawoll! Haben wir wieder geschafft. Devils remanded to their abyss. Wieso denn? Wir kriegen jetzt allein 9500 für die Quest. Was? Gold Grease Palms builds empires and instigates murder. Nett. Boah, wie viel wir hier bekommen haben, nett. Nummer 6 Büß, Nummer 8 Crests. Könnte vielleicht so reichen, um Sanitarium den letzten Steckplatz da freizuschalten. Schön. Alle 8 Erfahrungspunkte, ja. Macaron 52, Snorri 57, ich 60 und Kunoi 50. Ich und Kunoi kriegen was. Wasting Sickness. Das muss ich gleich wieder weg. Okay. Ja, interessant. In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Hidelia was course making strange requests. Deviant tastes. Ach, Hidelia hat also einen eigenartigen Geschmack. Interessant, interessant. Diese Hidelia, dieser Potato Club immer, das ist echt furchtbar. Irgendwann will kein Bordell dieser Welt mehr sie. Jawohl!
Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Ja, das stimmt. Sehr schön. Und hier noch, brauchen wir noch einen Deal, dann können wir noch die Kosten denn für zukünftige Helden noch senken, dann kostet das nicht so viel Kohle. Hier irgendwas. Oh, wir machen hier einfach, wa? Komm hier. Zack. More arrive, foolishly seeking. Können wir noch 10 weitere Helden nehmen? Das sind 2. Also können wir dann, wenn wir wieder aus der, ich sag mal, Sommerpause kommen, beziehungsweise wenn halt das Spiel aus der Early Access raus ist und komplett alles fertig ist, können wir dann ein komplett neues Heldenteam aufmachen, was in die letzten 2 Dungeons dann erkundet und sich da hochlevelt und so weiter. Ist ja auch cool. Ja gut, mehr können wir jetzt gar nicht machen. Haben wir noch irgendwas im Nomadenwagen? Ui, was ist das denn? Dark Tambourine, Jester Only. Hier denn Only. Hell's Harpine. Das sind so ein bisschen Dämme. Wie. Okay. Ha. Aber was soll sie dafür wegmachen? Ist natürlich nicht schlecht, muss man schon sagen. Na gut, zweimal das hier. Quick Draw Charm. Das Ding nochmal. Aber das ist schon nicht schlecht. Hat zwar minus. Ja, minus 10% Death Blow Resist, natürlich. Aber haut halt nochmal richtig schön rein. Ich glaube, ich kauf's einfach mal. Zack. Ich meine, wir haben das Geld. Ja, für Jester Only plus 50% Deathflow Resist. Ja, das hätte unser gut brauchen können. Ach ja, Sinux. Wir vermissen dich. Wir vermissen euch alle. So ein Dreck. So, hier Delia, mal gucken. Wenn ich dir das Ding jetzt hier gebe. Bis 18, 10 bis 16. 8% Crit Chance. Na, dann verliert aber 9 Lebenspunkte. Na gut, aber 55 Leben ist eigentlich immer noch ganz gut. Und sie hat immer noch die 10% Protection. Also sie hält auch noch ganz gut was aus. Komm, lassen wir. Lassen wir. Nehmen wir hier. Hat sie das Hell's Hairpin und den Tough Ring. Boah, sie ist jetzt die erste, die nur rote Sachen trägt. Also sie ist jetzt schon perfekt sozusagen vorbereitet für Champion. Die Hidelia, das ist ja gut. Cool. So, schauen wir mal. Jawohl. Und schau dir an, wir haben auch den Necromancer Lord freigeschaltet. 27.000 Gold bringt er. What? Okay. Ich dachte eigentlich, dass der Nekromant der leichteste von den dreien wird, aber wenn wir gerade mal angucken, dass wir von dem 27.000 Gold bekommen und zum Beispiel von den Swine God oder von der Hack nur 13.500. Ha. Oh Mann. Beschwört er die ganze Zeit denn diese Bone Commanders oder auch schlimmere Skelette oder was? Ach du Kacke. Na gut. Und da haben wir ein weiteres Ding, was 8 Erfahrungspunkte bringt. Mal gucken. Der Macaron könnte mitgehen. Ach, Graum würde ein Champion werden. Champion, Champion, Champion. Mephista könnte mitgehen. Champion. Kunoi könnte mitgehen. Ja. Okay, das heißt also beim nächsten Mal nehmen wir Kunoi, Mephista und Macaron nochmal mit. Dann haben die alle nämlich dann so 60... 60 und 58 Erfahrungspunkte. Also haben alle dann so genug Erfahrungspunkte, damit sie dann beim nächsten Dungeon Champion auf jeden Fall werden. Und dann kriegen wir nächste Folge unseren ersten Champion. Wahrscheinlich dann Sugi als Heilerin. Oder so. Mal gucken. Also warte mal, wir nehmen Kunoi mit. Wir nehmen Macro mit. Und wir nehmen die Mephista mit. Na gut, dann bräuchten wir euch auf zweiter Position. Dann könnten wir auch noch mitnehmen. Na, Hidelia. Graumen. Vielleicht sollten wir wirklich Graumen mitnehmen. Einfach aus dem Grund, weil er braucht halt wirklich 8 Erfahrungspunkte. Wenn andere, ne, da reicht auch 4, 5, 2, 5, na, auch 8, 4.
Ja. Ne, nehmen wir, glaube ich, wirklich Graum mit, weil der braucht wirklich Punkt 8 Erfahrungspunkte. Man sieht schon, es kommen jetzt wieder verdammt wenige mittlere Dungeons. Ja, so dass wir schon mal den ersten Champion haben. Dann wird Graum unser erster Champion, also werden nehmen wir Graum mit. Und ja. Und dann haben wir nächstes Mal schon erst unseren ersten Champion. Und in der darauffolgenden Folge haben wir dann schon unser komplettes erstes Champion-Team. Und ja, dann heißt das vielleicht sogar schon auch zum ersten Champion-Boss. Schauen wir mal, wie wir Lust und Laune haben. Ich denke mal noch ein paar Themen aus, über die wir quatschen können. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so hören wollt. Vielleicht jetzt generell nicht bei Darkest Dungeon, sondern vielleicht bei anderen Projekten dann später auch, wo man drüber quatschen kann. Wie ihr wollt. Die Kommentarbox ist da. Ich freue mich immer über Kommentare. Und deswegen danke fürs Zuschauen. Auch bis hierher, wenn ihr durchgehalten habt. Es sind ja immer halbe Stunde Folgen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Euer The Ramen. Ciao.